Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich habe hier so ein bisschen was rumstehen. Ich habe nämlich mir gedacht, ich fange wieder ein neues Project Pen an. Ten Pen ist es diesmal nicht. Ich habe mir tatsächlich 5 Badezimmerprodukte rausgesucht, weil ich finde immer Badezimmerprodukte, die werden eigentlich relativ schnell leer. Deswegen ist das immer so ein bisschen, nicht ganz so optimal, die da reinzunehmen, aber so ganz ohne Erfolgserlebnisse, weil dekorative Kosmetik geht natürlich sehr langsam leer. Möchte ich da auch nicht sein. Deswegen habe ich mir gedacht, 5 Badezimmerprodukte und ich glaube, ich habe 10 dekorative Kosmetikprodukte, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Die möchte ich wieder mit euch auswiegen. Ich habe tatsächlich mittlerweile 2 Wagen, weil ich habe die eine zugeschickt bekommen. Total irre, ne, eigentlich, weil YouTuber kriegen normalerweise, also Beauty-YouTuber kriegen normalerweise Schminke zugeschickt. Ich bekomme Wagen zugeschickt. Das lässt tief blicken. Wenn ihr auch Bock auf sowas habt, ne, ich verlinke euch beide Wagen meine Infobox. Also das hier ist ja die, womit ich seit Ewigkeiten wiege. Und die hier, die wiegt halt noch diese 0,00, also ich glaube bis zu 5 Stellen nach dem Komma wiegt sie noch. Die hier nur, ich glaube 1 nach dem Komma. Wartet mal, bevor ich hier irgendwie Lügen erzähle. Ich glaube, die hier wiegt nämlich nur eine Zahl nach dem Komma. Moment, kann ich euch direkt sagen. Genau, eine Stelle nach dem Komma und die noch 5. Also die hier ist optimal für Badezimmerprodukte und diese hier ist für dekorative Kosmetikprodukte viel besser. Ja, und da verlinke ich euch den Link auch meiner Infobox und einen 20% Rabattcoupon für euch, also Rabattcode-Coupon. Ja, von mir aus auch Coupon. Muss man ganz eben hier, so. Ja. Legen wir direkt los. Ich hoffe, meine Kamera spinnt nicht schon wieder, dass sie unscharf stellt oder so. Ich hasse es. Ja. Wir legen los. Ja, beginnen wir mit den Badezimmerprodukten. Da habe ich zum einen mein The Body Shop, sage ich schon. Bath & Body Works Shimmers Mist. Und zwar mit der Japanese Cherry Blossom Reihe. Ich liebe diese Reihe, ja. Man muss das schütteln, weil es ist nicht das 0815 Spray. Es sind tatsächlich mit Shimmer, also Dings drin. Die hatte ich. Ich habe es jeden Abend im Urlaub verwendet, anstatt Parfum. Oh, und ich liebe diesen Duft einfach. Vor allen Dingen hatte man dann noch so einen Goldflitter auf dem Arm. Das ist zwar nur dezent, aber ich finde das total toll. Und im Winter kann man es ja nicht wirklich benutzen, ne? Und deswegen, mein Project Pen dauert übrigens wieder 3 Monate. Also diesen Monat und dann halt 3 Updates gibt es. So, und ja, das möchte ich auf jeden Fall weiterhin verwenden, damit ich nicht mit Glitzer im Winter rumlaufen muss. Das hat jetzt noch 206,6 Gramm. Dann möchte ich meine ANEW, so heißt die, Clinical Infinity Lift Augencreme. Die ist von Avon, die möchte ich ganz gerne schauen, wie weit ich die geleert kriege. Ich benutze die im Moment jeden Abend und ja, fast jeden Morgen. Das Gel ist für übers Auge und die Creme ist für unters Auge und ich mag die sehr gerne. Ist sehr, also es macht jetzt, finde ich, keine Antifalten. Also ich habe zumindest, ich habe ja keine großartigen Falten. Aber es spendet der Haut Feuchtigkeit unters das Auge und das finde ich gut. Zumindest die Creme, das Gel, ich bin halt kein großer Fan von Gelprodukten, weil ich da nicht das Gefühl habe, meine Haut ist eingecremt. Aber das kommt ja eh nur also hier aufs Augenlid und bis zur Augenbraue hoch, während die Creme so richtig schön fettig ist und ja, seinen Job richtig gut macht. Wo ich meine Avon-Produkte herkriege, die schreibe ich euch natürlich in den Infoboxen. Das ist echt eine gute Creme hier. Da schon. Ich bin wieder ausgegangen, meine Waage. Die Creme hat noch 38,1 Gramm. Dann habe ich hier noch etwas von Avon und zwar aus der Planet Spa Reihe und ich liebe sie. Ich habe mir gerade die Kampagne, also den Katalog nochmal zuschicken lassen, weil ich vermisse so manche Produkte. Zum Beispiel das Peeling hatte ich ja davon und meine schwarze Seife für unter der Dusche geht jetzt leer und so. Ich muss mich dann noch mal wieder ein bisschen eindecken. Mag die Serie nämlich sehr gerne. Und ja, da habe ich jetzt das erste Mal am Wochenende habe ich diese Face Maske hier habe ich ausprobiert. Und Leute, also ich habe mir die ins Gesicht, da muss man die 20 Minuten einwirken lassen. Habe ich halt ein bisschen geputzt und so weiter, ne? Also riecht halt total nach Spa und Olivenöl so. Und Gurke oder Aloe Vera, sowas in der Richtung.
Ich mag den Duft, weil das was für mich so ein Sauberkeitsgefühl gibt und nicht so Kakao oder Kokos oder so. Das ist für mich nicht so Sauberkeit. Deswegen mag ich den Duft und ich fand meine Haut, das hat sich so gut angefühlt. Und als ich nach 20 Minuten runtergeholt habe, war das so richtig schön gepflegt, ja. Und die möchte ich jetzt, also einmal die Woche will ich es auf jeden Fall probieren, die zu verwenden. Deswegen habe ich diese auch mit ins Projekt reingenommen. 83,7 Gramm wiegt sie noch. Dann habe ich hier ein Produkt, was richtig teuer ist. Ja, ich habe sie zum Testen zugeschickt bekommen. Und zwar geht es um die Charlotte Le Croix Reihe. Also ich habe nicht alle Produkte von denen. Ich habe ein Set von 5 Produkten habe ich halt zugeschickt bekommen. Das Serum, das müsste um die 80 Euro kosten. Das ist echt teuer. Also das kann man so mit Biotherm und so weiter gleichstellen. Es ist halt für Antifalten und für extreme Feuchtigkeit zuvor, ja. Und wie man sieht, ich habe das schon sehr gut verwendet. Man braucht ja nicht viel von Seren halt morgens und abends. Aber ich benutze es super gerne, weil es halt meine Haut, ich habe keine Pickel oder so, das lässt meine Haut echt frischer aussehen, ja. Und ja, ich habe da halt auch die Tagescreme und so weiter von, aber ich finde das Serum benutze ich ja morgens und abends, während ich die Tagespflege zum Beispiel nur tages und die Nachtcreme nachts. Das ist ja logisch. So, und allerdings gibt es davon halt auch immer Rabattcodes, so 20, 30, 40% oft. Verlinke ich euch meine Infobox, was ich da noch finde. Also die Serie ist gut, allerdings würde ich persönlich keine 80 Euro dafür ausgeben. Aber ich gebe auch keine 80 Euro für Biotherm aus. Also das muss ich schon dazu sagen. Wenn es halt, ich sag mal, 30 Euro kosten würde, wäre ich sofort dabei, weil ich finde die wirklich gut. Und dann schauen wir mal. Das hat halt einen Glastiegel. So Milchglas ist halt ein bisschen hochwertiger verarbeitet, die Flasche. Deswegen ist die wahrscheinlich auch was schwerer. 150,8 Gramm. Weil so ist das nämlich eigentlich nur 50 Gramm, was da drin ist. 50 Milliliter. So, das letzte Badezimmerprodukt, was eigentlich gar kein Badezimmerprodukt ist, ist ein Parfum. Da habe ich mir einen Sommerduft ausgesucht, weil wir jetzt haben ja noch Sommermonate vor uns. Normalerweise zumindest da, wo es noch ein bisschen wärmer ist. Und dann dachte ich mir, werde ich mein Swarovski Aura wieder versuchen leer zu machen. Da habe ich ja letztens schon eine Flasche von leer gemacht. Ja, aber hier die, das war halt eine, das war meine erste. Ich hatte letztes Mal so eine große aufgebraucht, glaube ich. Aber die hier, die habe ich immer so für Handtasche und so genommen oder für Reisen, weil die nur 30 Milliliter hatte. Ja, und da ist halt jetzt mittlerweile, also im Boden ist auch noch was drin, ne? Ja, also ich denke mal, so noch so halb voll wird es sein, ja, weil da unten ist auf jeden Fall noch ordentlich was. Und ja, da schauen wir mal. Also der Deckel, der wiegt einiges. Der wiegt wahrscheinlich mehr als das Parfum selber noch, aber es ist ja ein Parfum. Und hier oben ist auch so ein schöner Swarovski-Stein drauf. Ich finde diese Flasche echt schön und der Duft, der ist halt auch wirklich, der ist so schön, der ist so, hat so richtig Wiedererkennungswert und der ist frisch, aber hat so was blumig-warmes, was ich dann gut finde, weil normal so mag ich ja die aquatischen Düfte überhaupt nicht. Ich habe letztens ein Video gesehen, hier Mrs. Rosarot, ich suche ihre Videos ja gerade, ne? Die mag überhaupt gar keine schweren Düfte, sie hat irgendwas von Alien in die Kamera gehalten und meinte dann so, boah, überhaupt nicht meins, genauso wie Angel und so. Angel kann ich auch nicht abnehmen oder so dazu, aber ich zum Beispiel, ich liebe ja Alien und ich liebe schwere Düfte, ja. Und sie meinte dann sowas wie, ja, sie mag lieber aquatische Düfte. Und ich glaube, Madame, du musst das mal testen. Das riecht so gut, das wäre bestimmt was für dich. 167,5 Gramm. Jetzt kommen wir schon zu den dekorativen Kosmetikprodukten. Da habe ich einmal der Löscher Auge von Maybelline. Da ist auch nicht mehr ganz so viel drin, aber es reicht für mich wahrscheinlich für Ewigkeiten, weil ich benutze nicht so oft Concealer. Aber ich dachte mir, komm, den kriegst du bestimmt in den nächsten 3 Monaten leer. Schauen wir mal. Und da habe ich nämlich die Farbe, das ist auf jeden Fall der dunklere von denen, die ich habe. Ich glaube, die Nummer 1. Ja, die Nummer 1 Light. Und da habe ich mir gedacht, da ich ja im Sommer dann doch ein bisschen mehr gebräunter bin als im Winter, versuche ich den echt mal aufzubrauchen. So, dann gucken wir mal, ob diese Waage hier, da schauen wir nämlich jetzt mal mit der Milligramm-Waage. Ich mache aber nur 2 Stellen nach dem Komma, das wird sonst zu viel. 22,88 Gramm hat er noch. So, da probieren wir mal, ne, was da leer werden kann. Dann habe ich das Urban Decay All Nighter Make-up Setting Spray. Das möchte ich aufbrauchen, weil es lässt mein Make-up echt den ganzen Tag halten. Aber mittlerweile habe ich dann doch bessere, ja. Es ist wahrscheinlich gut, wenn man einfach nur kein Glow haben möchte, sondern einfach nur, dass das Make-up hält. Dafür ist es auf jeden Fall optimal, ne? Aber das, da ist auch, ich weiß nicht, ein Viertel vielleicht noch drin. Ich habe keine Ahnung, weil man sieht ja nichts.
Ja, schauen wir mal. So, das Urban Decay Setting Spray hat noch 31,71. Dann habe ich hier den Laura Mercier Tinted Moisturizer in der Farbe Numero Nude. Numero ist gut. Also in Nude, das ist halt, ja, ein Tinted Moisturizer, der ist halt, ich denke, für den Sommer jetzt noch ganz gut. Deswegen möchte ich den auf jeden Fall benutzen mit Lichtschutzfaktor 20. Ich bin mal gespannt, ich hoffe, ich benutze ihn auch. Und der hat noch 38,92 Gramm. Dann habe ich hier dieses Catrice Illuminating Serum Primer. Das ist so eine Base, die kann man sich unters Make-up tun und dann strahlt euer Ton ein wenig mehr. Das war in einer Prep Lumiere LE und wie man sieht, da habe ich schon gut was von verwendet. Gucken wir mal, wie es weitergehen kann. 48,52 Gramm. Dann habe ich hier den Wet, ach Quatsch, Sleek Eyebrow, wie heißt der, Eyebrow Stylist, heißt der so. Auf jeden Fall in der Farbe Light, mag ich sehr, trage ich auch heute den Augenbrauenstift und 8,62 Gramm. So, jetzt haben wir Wet n Wild Creme Brûlée, der war ja in meinem letzten Project auch drin. Hab's allerdings nicht geschafft, den aufzubrauchen, aber er braucht nicht mehr viel, schaut mal. Da ist wirklich nicht mehr viel, ich verwende den im Moment so oft es geht, aber ich denke, den werde ich doch hinkriegen. Der hat noch 9,18 Gramm. So, genau dasselbe gilt für den Catrice On the Top of the Mount Everest. Da habe ich auch einen riesen Hitzepan und ich hoffe, dass ich den auch leer kriege in den nächsten 3 Monaten. Das hört sich mal so bescheuert an. Manche würden sagen, das geht doch ratzfatz. Ja gut, ich habe ja auch viel. Ne? Man möchte ja nicht jeden Tag dasselbe verwenden. Der hat noch 20,47. Dann habe ich noch einen Lidschatten. Und zwar ist es dieser P2 Line in Color, diese Dreier-Trio-Sache. Und zwar ist der Peanut Butter Biscuit. Und ja, ich mag halt ganz gerne oben die Farbe, aber schauen wir mal, wie weit wir mit diesen ganzen Schätzchen hier kommen. Mag ich. 18,65 Gramm hat er. So, dann haben wir noch ein Max Factor Blush und zwar denke ich, dass er auch nicht mehr ganz so lange, aber gut, ich verwende ihn ja auch nicht ständig. Ne? Das ist halt, Blush ist immer so eine Sache, um aufzubrauchen. Und zwar ist das der Alluring Rose, der war schon so oft in meinen Favoriten drin. Ja, ist halt eine super schöne. Sieht man da was? Nein, ich muss noch ein bisschen mehr. Ist eine super schöne Farbe, ich finde. Sehr schön nude mit so einem Schimmer, den trage ich auch übrigens heute. Ja. Da kann man immer mal schön zu greifen, mag ich sehr. Der hat noch 27,64 Gramm. Und dann zum Schluss habe ich noch meine Sleek Au Natural Palette, ja, weil ich habe da tatsächlich schon zwei Töne draus komplett aufgebraucht. Aber ich möchte die komplette obere Reihe gerne aufbrauchen und am liebsten natürlich noch mehr, aber das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Aber schaut euch das mal an, hier sieht man das, da sind viele Hitzepans drin, die dunklen nicht so, aber ich denke, da wird auf jeden Fall was zu machen sein. Mal gucken, ob die Palette überhaupt genommen wird hier, von dieser, nee, die ist zu schwer für diese Waage, dann machen wir die mal wieder zu. Ich glaube, die hat tatsächlich irgendwas noch mit 98,2 oder sowas. Ja, ich nehme einfach 98,2, weil wenn ich so die ganze Zeit so nur so halte, dann schwingt die um von 98,3 auf 98,1. Ja, da nehme ich einfach diesen Wert. Ich nehme einfach den Mittelwert, 98,2 Gramm. Das war wenig, oder? Oder meine ich das nur? So, das war mein Update. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr werdet dann in den nächsten 3 Monaten meine Updates mitverfolgen. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich wenigstens die dekorative Kosmetik, wenigstens ist gut, ne, dass ich die dekorative Kosmetik schaffe. Weil ich muss mich dran halten. Ich brauche unbedingt Produkte für meine 52 Products in One Year Challenge, dass ich da ein bisschen was hinkriege. Ansonsten habe ich echt Pech. Ja. Okay, meine Lieben, bis bald. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!